Moin moin und willkommen zurück. Ich bin der Schansen und wir spielen jetzt weiter Red Matter 2 auf der Quest 3. Und ja, ich bin jetzt in diesem Party-Modus, wollte ich gerade sagen. Partyraum, wo die ganze Crew gefeiert hat. Und wir müssen jetzt hier ein Rätsel lösen. Also, wir haben uns aber letztes Mal schon umgeguckt und dann haben wir aufgehört. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Aber hier in der Küche habe ich nichts gefunden, auch wenn ich diesen Code nicht. Lass mal gucken, wie es weitergeht hoch. Man kann auf jeden Fall hier wieder rausgehen. Hm. Oben? Okay, ich gehe sogar hoch. Okay, wir können den Fahrstuhl nochmal rufen. Haben wir oben was übersehen? Ich weiß das nicht. Wir müssen mal schauen. Und hoch, hoch. So. Also hier müssen wir 3 Flaschen reinpacken. Und wie man sieht, fehlen uns 2 Flaschen. Ne, eigentlich 3. Die ist ja auch leer, ne? Oder? Können die rausnehmen? Ja, okay. Die ist auch leer. Nehmen wir die schon mal mit. Wo kann man... Die kann man doch... Die können wir auffüllen und zwar... Wenn man, kann man hier noch raus? Ja, hier kann man noch raus. Es gibt auch hier dieses Auffüllding, wo wir vorher waren. In der letzten Folge. Ich muss mich noch entschuldigen, dass wir bei der letzten Folge keinen Ton hatten. Also keinen Hintergrundton. Das war echt nervig. Aber die Tonspur ist mir abgerauscht. Und da konnte ich nichts mehr machen. Ich glaube, hier drin war das, ne? Da gab es auch diese Station, wo man die... Hatten wir gelesen. Genau, da kann man die auffüllen. Flaschen mal rausnehmen. Stellen wir die mal rein. So, und dann muss man den Hebel darunter drücken. Hä? Ach so, oh, ich muss pumpen, guck mal. Okay, wir pumpen das mal voll. Sind wir raus. Gut, es fehlt uns aber trotzdem noch 2 weitere Flaschen. Müssen wir mal schauen. Da kommen wir nicht rein, da ist zu. Oder müssen wir die Flasche, müssen wir unsere Flasche vielleicht da rein tun? Warte mal. Okay, das geht. Ah, guck mal, dann geht's hier auf. Hier waren wir noch gar nicht. Where is everyone? They threw a party and then what? They just vanished? Maybe something happened in the crew quarters? Anyway, none of this explains the lockdown or Lysenko's deployment of drones throughout the base. Eingehende Nachricht. Wie ich sehe, hast du den Generatorraum erreicht. Gehe ich recht in Annahme, dass du auf die andere Seite gelangen willst? Ich fürchte, du wirst mir vertrauen müssen. Nur dieses eine Mal. Und ich meine damit absolut und vollkommen blindes Vertrauen. Benutze dein Jetpack, um den Abgrund zu überqueren. Ich weiß, das sieht so aus, als würdest du es nie schaffen, aber du wirst es schaffen. Ach Quatsch, du wirst noch sterben. Wollen wir es probieren? Nehmen wir vorhin nochmal. Er hat mich angelogen. Okay. Insektennachricht. Eine Nachricht. Ich kann ihn nicht angucken, die Nachricht. Irgendwas aber ist falsch hier. Okay, er hat uns was verarscht. Gut, wir können es nicht schaffen. Da gibt es hier einen. Er sagt, wir können es schaffen, aber wir können es auch gar nicht schaffen. Mit Anlauf vielleicht? Nee. So gut wie möglich. Und darunter können wir auch nicht. Das ist natürlich blöd. Was bringt uns dieser Raum denn hier? Können wir die da runterholen oben, die Kisten? Dass wir höher starten können? Nee, das können wir nicht. Okay. Das sieht ja aus, ob da und nach da so ein Platten rüber geht. Dass man darauf landen kann, aber wie? Ja, das bringt uns gar nichts. Hä? Ach, warte mal. Vielleicht
Kann man da irgendwie dieses... Knopf kann ich nicht treffen, wie man sieht. Da muss ich fliegen und dann schießen? Geht das auch? Hä? Ja, ist jetzt nicht mal weitergekommen, ne? Verstehe ich nicht. Da kann man nicht gegen schießen. Will die Kabel da kaputt machen? Wie meint er das denn, dass man rüberkommen kann? Oh, Scheiße, wo kommt der? Das funktioniert nicht. Der hat uns doch verarscht. Oder können wir... Warte mal, können wir von da... Mit da oben rauf? Das kann ich mir noch vorstellen. Dass wir da oben rauf können. Seht ihr das? Ha! So ein Affe, ey. Okay, so kommen wir rüber. Wir sind da rüber. Obwohl, jetzt können wir glaube ich auch rüber schaffen, aber wir machen trotzdem mal lieber sicherheitshalber da so rüber. Okay, so kann man natürlich rüberkommen. Muss man auch erstmal drauf kommen. So, hier können wir auf jeden Fall unser Gerät reinstecken. Hört sich auch gut an, ne? Lasermodul nicht befestigt, Feuer deaktiviert. Nicken? Ach so, okay. Da drüben ist noch eine Flasche, sehe ich. Die brauchen wir auf jeden Fall. Aber was machen wir mit dem hier? Was soll er denn machen? Was kann ich denn mit dem Laser machen? Also oben kann er rausfliegen, sehe ich, ne? Oder? Da raus? Was haben wir denn da? Da sehe ich ja nichts. Müssen wir kurz rausgehen? Ich muss einmal kurz gucken, was hier auf diesen Zetteln steht. Ich habe es geschafft, das undichte Rohr zu reparieren, mehr oder weniger. Ich warte auf eine Lieferung mit neuen Teilen. In der Zwischenzeit berühre ich bitte nicht das Metallrohr. Es wird nur noch mit gutem Willen zusammengehalten. Danke für die Warnung. Geht das Rohr? Was können wir mit dem Rohr machen? Wissen wir noch nicht. Halten wir es mal kurz fest. Hier kann man schon auch irgendwas aufmachen. Was sagt der dann? Nein. Oh Mann! So. Wartungsdrohne, schematische Darstellung der Internet. Okay. Hey, ich habe deine Lasermodule, aber der Kopf ist wieder kaputt. Ich komme nicht rein. Das geht nicht. Okay, also mit dem Laser können wir irgendwas machen. Aber wo können wir mit dem hinkommen? Der kann da drüben reinfliegen, bringt uns ja aber nichts. Denn wir kommen ja von der Seite gar nicht.
Oder hier durch den Schacht? Geht ja auch nicht, weil hier ist ja die Kiste im Weg. Okay, ich dachte, es könnte jetzt. Gotta find something to help me get up there. Naja, diese Kiste hier, ne? Dieser Wagen. Kann uns auch hochbringen, aber da steht ja das ganze Ding da im Weg. Hab ich jetzt verkehrt? Da so ein bisschen, das kann man bestimmt, ne? Kann man hier irgendwie da links beamen? Ach ja, klar. Ich kann auf der Seite rangehen, ne? Na, warte. Gehen wir hier hoch. So. Und dann können wir noch hier vielleicht die Klappe jetzt aufmachen. Ah, okay. Brauchen wir zwei Griffe für. Aber wie soll man das aufhalten? Da musst du irgendwas dazwischen, oder nicht? Das Metallrohr. So. Oh Gott, bin ich gut. So, aber jetzt ist natürlich die Frage. Wir müssen die Drohne wahrscheinlich da durchschicken. Beziehungsweise die Drohne muss wahrscheinlich das Ding da hinten treffen, ne? Oder? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Was wegschieben hier? Also müssen wir mit der Drohne da durch? Oder muss er da drüben den Knopf treffen, da im anderen Raum? Erstmal beides. Ja, erstmal. Oh. Dreh dich mal. Ich will gucken, ob du den Knopf da treffen kannst mit dem Laser da. Wahrscheinlich nicht, der hat ja kein Laser, ne? War es nicht so? Aber da ist auch so ein. Da. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ups, da ging mal kurz die Batterie aus. So, machen wir weiter. Also so kommt der Laser da nicht rein. Dann müssen wir mal den drehen hier und dann müssen wir durch diese Luftschleuse da mal fliegen vielleicht. Müsste er durchkommen, ne? Also. Fliegen wir mal hin. Okay, jetzt sind wir da drüben. Aber da kann ich ja nichts mehr sehen gleich, ne? Oder? Okay, das kann ich. Oh, komm da rein. Andere Richtung? Nee, doch da. Boah, das war schwierig. Ah, jetzt. Muss ich mal ein bisschen umdenken. Gut, dass die Gitter da durchsichtig sind, sonst wäre es richtig schwierig. Okay. Jetzt ist die Frage, was ich mit dem Laser machen soll. Kann er darauf zielen? Bringt das was? Oder muss ich daran irgendwas befestigen? Kann ich da? Ich habe das Lasermodul gar nicht, ne?
Oder ist das das Sonnenlicht? Das kann sein, warte mal. Oder ist das eine Leuchtröhre von mir? Das nicht, da liegt das Lasermodul. Ich bin ja dumm. Da ist es. So, den befestigen wir da dran. Perfekt. Wenn wir da reinschicken wahrscheinlich, ne? Okay. Hinein. Oh, höher, höher, höher. So, jetzt müssen wir wieder durch die Luke schießen wahrscheinlich. In Richtung. Jetzt mal weiter rüber hier. Alter! Müssen wir mal runtergehen hier. So, hoch, hoch. Vielen Dank. Das war aber auch anstrengend ein bisschen. So, wir öffnen mal die Dinger. Vielleicht haben wir noch irgendeine Flasche hier. Hier haben wir zwei Briefe. Ich kann nicht glauben, dass ich mich wiederholen muss. Bitte sofort das Lasermodul zurück ins Schließfach und hört auf, den Drohnen rumzuspielen. Sag es niemandem, aber ich habe in meiner Freizeit an diesem coolen Headset gearbeitet. Gehe rüber ins Hinterzimmer und probiere es aus. Bleib auf jeden Fall auf der Bodenmatte. Nehmen wir es mal mit. Ins Hinterzimmer. Du wirst es nicht glauben, ich habe das Passwort des Kochs gefunden. Ich schätze seine Geheimzahl 4598. 4598. 4598. Können wir uns das merken? Ja, ne? 4598. 4598. Gut, 4598. 4598. Dann machen wir die Brücke rüber. 4598. Hast du schon gehört? Diese Reaktoren sind ein großer Erfolg. Hey, Sasha, there's something you ought to know. You'll have to wait. I've got company. Oh fuck. Naja. Baller will die weg, ne? Die Nerven. Ein Stück war das, dass wir nur. Jetzt kommen wir wieder mehr, glaube ich. Kann das sein?
Die Tür war zu. Da oben aus dem scheiß Ding kommen die raus. Wir müssen es irgendwie wieder zumachen. So eine Frage, wie? Ach, cool ist das denn? Warte mal. Ah, das ist schon ziemlich cool. Aber hilft mir da irgendwas? Beide? Nö. Vielleicht nicht, ne? Kann nur hier im Hinterzimmer was machen, aber man sieht hier leider nichts. Es ist nicht so, dass hier irgendwas Geheimes ist noch, ne? Ja, ich sehe nichts, okay. Oder sieht man vielleicht eine Flasche hier irgendwie? Ja? Vielleicht ist hier so eine Flasche? Nein, das ist ja Quatsch. Gut, ist auch nichts. Müssen wir uns über irgendwas überlegen hier, ob wir die ausschalten können, ne? Okay, die Flasche müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das gehen wir mal ein hier. Haben wir schon mal zwei Flaschen. Und jetzt noch die dritte. Den Code mal gucken, was 4, 5, 8, 9. 4, 5, 9, 8. Nehmen wir mit. 4, 5, 9, 8. Aber wie kriegen wir... Da hinten, da ist das Ding zum Zumachen. Zum Ausmachen da drüben, ne? Müssen wir dran vorbei. Shit. Okay. Den wollen wir jetzt nicht, ne? Okay. That was close. So, what were you trying to tell me? Oh, it's nothing. It can wait. I'm glad you're okay. Aber trotzdem haben wir nur zwei Flaschen. Ach so, nee, die dritte Flasche ist ja im Safe drin. 4, 5, 9, 8, da können wir jetzt ja hin. Jetzt können wir, glaube ich, da rüberkommen, ne? Probieren? Probieren wir es mal. Echt so gerade, ne? Okay, mal jetzt. Gut, jetzt haben wir drei Flaschen. Jetzt können wir auf jeden Fall in das andere, in den Raum rein. Das machen wir auch. Gut, dann lassen wir hier durchlaufen. Heizen. Gucken, ob hier mehr Gegner hier sind. Ich glaube nicht. Die Flaschen nehmen wir mit. Scheint ja einigermaßen gefüllt zu sein. Wir müssen eh gleich nochmal hier zurück, weil wir erst zum Koch müssen und die Flasche holen. Und dann füllen wir beide Flaschen auf. Die können wir schon mal hochbringen. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Lass das mal machen, damit wir gar nicht erst... irgendwas vertüdeln hier. So. Huch. Dann geht er davor. Machen wir mal nach oben. So, eine Oxygenflasche haben wir schon mal. So, dann holen wir die anderen jetzt. Na komm, wir fahren schon, obwohl, ist egal. Warte mal. So. Gut, 4598 ist der Code von dem Ding da. Von dem Safe. Und dann holen wir beide Flaschen und dann müssen wir noch auffüllen. Das kriegen wir hin. Also. 4, 5, 9, 8.
auch noch ein altes Buch von Harry Potter. Komm weg. Nehmen wir mit. Perfekt, los geht's. Eine Waffe lieber im Anschlag haben. Man weiß ja nie. So, müssen wir nochmal zum anderen Raum zurück und die auffüllen. Ist nicht so weit. Pumpen, 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 Junge. So. Und zurück. Das Rätsel hätten wir wohl gelöst. Haben wir gut? Ja. Ja, mehr oder weniger ist das nicht alles so schwierig. Bloß man muss ab und zu erstmal drauf kommen und man muss es sehen, ne? Das ist das Problem. Wenn man irgendwas Kleinigkeit übersieht, dann kommt man nicht weiter. So einfach ist es. Aber wir haben es ja geschafft. Also von daher glaube ich. Huch. Kriegen wir auch hin. Bäm. Und bäm. Und öffnen die Tür. Okay, hier haben sie aber mal den Laser kaputt gemacht, den Türöffner da. I've gained access to the crew quarters. Beta? Oh. Cut the transmission. Wir haben versucht, das Zugangsbändel zu umgehen, aber es hat keinen Sinn. Ohne die Schlüsselkarte des Doktors kommen wir hier nie wieder raus. Der Drecksack hat sich in sein Zimmer eingeschlossen. Einige haben versucht, erfolglose Türen aufzubrechen. Sie sind undurchdringlich. Ein paar von uns haben einige Lüftungsschächte entdeckt, wenn wir es nur bis zu seinem Zimmer schaffen und den Doktor zwingen könnten. Uns zu sagen, wo wir die ID-Schlüsselkarte finden, könnten wir hier rauskommen. Grundriss der Habitat bereist jemand, der den Weg... Okay, durch die Toiletten. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder so einen wirren Traum. Das ist immer nervig. Aber das müssen wir jetzt durch. Ja, das müssen wir jetzt durch. I recognize this. Okay. Tür auf hier. Geh nicht auf. Hä? So. Die Besatzungsmitglieder haben es herausgefunden. Sie versuchen die Tür zu öffnen. Es ist zwecklos. Sie werden die ID-Schlüsselkarte nie finden. Die Comrade Wayfarer, okay. Überwachungskamera im Besatzungsquartier. Signal verloren. Da wäre Sachen gemalt hier, der gute Mann. Seht ihr das? Jemand hat unermüdlich Kreise gezeichnet. Ein Ergebnis eines... Okay. Ich fange an, Halluzinationen zu haben. Ich kriege diese rote Kugel nicht aus meinem verdammten Kopf. Ich fühle, das Ende ist nah und trotzdem bedauere ich nur, dass ich mit meiner Forschung nicht weiterkomme. Benutze das holographische Aufnahmeband. Was kann man damit machen? Kann man es irgendwo abspielen? Holographisches Aufnahmeband. Da brauchen wir ein Gerät, was... Was ist das hier? Funktionsfähiger Holoband. Okay. Nee. Nee. Eine irgendwo? Nee. Oh Gott, brauchen wir kurz ein bisschen Licht hier. Doch, da. Passt das nicht da rein? Oder muss es so rumrennen? Wahrscheinlich, weil da die Pfeile sind, ne? There are some who consider what we do to be amoral. But human knowledge was never meant to be. Sieht auch schon ziemlich gut aus, ne? Also sieht sehr fein aus alles hier. It is only after ziemlich obstacles gut. Have been removed that we shall realize our fullest potential. The truth is that this path has been paved with sacrifice. My actions have not tainted my words with hypocrisy, for I myself have sacrificed everything. Oh. I, Andrei Lysenko, am infected.
It is only a matter of time before the rest of the crew become infected as well. It is very likely they already are. I had no choice but to help them see the truth. And that is that once infected, there is no turning back. That is why I have confined them to their quarters, but not before treating them to one final gratification. They have toasted, they have rejoiced, and now they have but to face their inescapable fate. When they finally relinquish all hope and embrace their destiny, they will be thankful for what I have bestowed unto them. Ganz bestimmt. Lastly, as a parting gift, I have stored all scientific data pertaining to my research on the server terminal spread throughout the base, awaiting its retrieval. Slava, comrades, and glory to Vogravia. Okay. Geht ja anscheinend nur hier weiter. Der hat doch mal ein hübsches Büro. Das sieht ja echt mal nice aus. Hier, ein kleiner Roboter sieht cool aus. Kaputt machen, okay. Was ist das hier? Diese Karte. Veraltete Sternkarte. Irgendwas scheint mit der Anordnung der Konstellation nicht zu stimmen. Vielleicht kann uns etwas leiten und uns den Weg vorwärts zeigen. Urkunde über die Ernennung von Lange zum Leiter des Basis. Anerkennungsurkunde für herausragende Leistung. Ehrenvolle Auszeichnung, klar, oder sowas. Doktortitel, okay. Okay, hier sind ja schon. Hier sind schon Sternkarten drauf. Antiker Sternlobes. Wir blicken selbstständig in den Himmel, obwohl es manchmal genügt, unsere Welt zu drehen und etwas Neues zu entdecken. Da steht auch irgendwas. Dieses Kunstwerk, die Symbole, sie müssen etwas bedeuten. Wir glauben, dass zwei von ihnen in diesem Raum sind und zwei in seinem Schlafzimmer. Wenn wir sie finden könnten, kämen wir vielleicht an die Schlüssel-ID. Symbole, meine Herren. Guck mal. Die sind nämlich im gleichen Kreis wie wir haben. Pass mal auf. Und den jetzt da so hinstellen. Dann gibt es da wirklich so ein. Das ist ein Viereck, ne? Falte stehen gerade. Eine alte Kosmonauten. Es gibt Zeiten, in denen wir unser eigenes Spiegelbild genau betrachten müssen. Da sehe ich so ein Viereck, aber was hat das zu bedeuten? Dr. Androlescu, ein Mann, der keine Grenzen kannte. Ja. Doktor, der Plan war ein voller Erfolg. Durch die Injektion ist sie sofort zusammengebrochen, genau wie vorgesagt. Ich habe dafür gesorgt, dass die N3-Besatzung mir glauben, Irena sei bei einem Arbeitsunfall gestorben. Wenn alles nach Plan läuft, wird Irena kurz nach ihrer Ankunft auf Stalker 1 aus dem Koma wachen. Okay. Ich habe die Drohnen und Geschütztürme in den gesamten Basis verteilt. Niemand wird die ID-Schlüsselkarte finden. Und selbst wenn es irgendwie gelingen sollte, zu entkommen, werden die Drohnen leichtes Spiel haben. Versucht gar nicht erst in mein Quartier einzudringen. Ich habe mich von ihnen eingeschlossen. Von innen. Es gibt keine Hoffnung für euch, Genossen. Eure Mission ist vorüber. Aber die Figur steht da, glaube ich, richtig. Ich weiß nicht, ob man da noch was anderes machen kann. Ja, die zeigt ja dieses Symbol an. Aber das ist echt, die darauf stellen. Und dann zeigt die das da an. Das ist, glaube ich, korrekt. Aber was bringt uns das? Ach, guck mal hier. Hier ist auch so ein Symbol drauf. Seht ihr das? Okay, also wir haben so ein Symbol und das Symbol. Und zwei in seinem Schlafzimmer, sagt, steht da vorne drauf. Das heißt, wir haben hier zwei Symbole. Aber wozu sind die Symbole, ist die Frage. Gleich mal rausgehen hier. Nicht drehen oder so. Auf dem Computer ist nichts, ne? Steht denn da?
Danke, Nikola. Endlich sind wir Irina los. Außerdem, wenn ich mir denke, was ich mit ihr vorhabe, sie wird Volgraber sicher mehr dienen, als ihre Forschung je könnte. Hier sind nur Bücher. Hier, was stand da? Dieses Kunstwerk, die Symbole, sie müssen etwas bedeuten. Wir glauben, dass zwei von ihnen in diesem Raum sind. Warte mal. Dieses Kunstwerk, diese Symbole. Das da meinen die, okay. Sehr abstraktes Kunstwerk, irgendwie ist das. Okay, warte mal. Jetzt haben wir das Symbol, das ist ein. Mal kurz gucken, wie sieht das aus? Das sieht so aus. Okay, das ist das hier. Und das Symbol ist. Müsste das hier unten sein? Jetzt fehlen uns noch zwei andere. Und die sollen uns am Schlafzimmer sein. Dann können wir mal rausgehen. Wir gehen mal in sein Schlafzimmer. Guck nochmal nach den beiden Symbolen. Kann ich eigentlich Screenshots machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gucken wir mal, ob wir die anderen Symbole auch finden. Hier ist nur sein Bett. Kann man das drehen? Vielleicht kann es sich rausdrehen oder so. Das ist ein Auge. Ach, man kann die Pupille größer machen von dem Auge. Was bringt uns das? Irgendwas ist aber gut. Behaupte ich mal. Und zwei sollen hier in seinem Schlafzimmer sein, von den Symbolen. Vielleicht auf diesem Raum, auf dieser Rakete hier. Ah, naja. Hier. Nee. Da auch nicht. Ich sehe jetzt nicht nur zwei von den Symbolen hier. Da auch nicht drauf. Das Ding da könnte sowas sein, wenn man von einer bestimmten. Ach, hier, wenn man von hier guckt. Seht ihr das? Okay, das ist so ein. Ja, das ist so ein. So ein offenes Labyrinth, was nach oben geht, ne? So, auf so ein offenes Labyrinth nach oben geht, das drücken wir direkt mal. Weil sonst vergesse ich das. Okay, so ein Teil, was von. Okay. So ein offenes Symbol, wo ist gut? Ja, das kann ich mir, glaube ich, merken. Hoffe ich. Das hier ist es. Okay. Das ist jetzt das letzte Symbol, das muss im Schlafzimmer sein. Gucken, ob wir das noch finden. Oh, so spannend. Kann man zumachen hier? Ist da was drin? Nee. Also, wir haben das Symbol haben wir auch gefunden. Ist ja relativ verzwickt immer. Das hat bestimmt was mit diesem scheiß Auge zu tun da. Wo man auch dran drehen kann. Oh, ne. Muss ich irgendwo raufsetzen? Sieht so aus, ob man es irgendwo raufstellen kann, ne? Das bringt nichts. Einer von diesen.
viereckigen Stein vielleicht. Ich sehe darauf nichts. Seht ihr darauf ein... Doch, wenn man reinguckt, guck mal. Jetzt sieht man das, wenn man reinguckt. Lass mir kurz mit. Dann finden wir das wahrscheinlich raus. Oh. Das war ja echt... Das ist jetzt gar nicht so schwierig gewesen, aber... Ich habe schon gedacht, dass man da irgendwas sehen konnte. So. Das letzte Symbol. Mal reingucken. Das sieht so aus. Was ist das da oben? Okay. Gut. Geheimnis gelüftet. Und genau ab hier machen wir beim nächsten Mal auch weiter. Es wäre eine Schande, jetzt weiterzumachen, denn ich glaube, es ist viel zu weit. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.